Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Driver 3 mit der im letzten Part schlechtesten Mission, ganz ehrlich. Die war echt nicht geil. Mal gucken, wie es heute wird. Ich glaube, es müsste sogar die letzte sein. Aber ich bin gespannt. Ja, das war's dann wohl. Kein Geld, kein Jericho. Wir haben überall Straßensperren. Wer kann nicht entkommen sein? Er muss noch in der Gegend sein. Er ist sicher schon weg. Zu Fuß hätte er nur zum Bahnhof flüchten können. Und dort haben wir auch Leute. Dann ist er dahin. Nimm dein Team und folgt dem Zug. Dann teilen wir uns. Ich folge dem Zug und treffe mich mit Vauban. Tanner versucht, ihn abzufangen, bevor er den Bahnhof verlässt. Ja, Jericho, folge dem Zug. Na gut, das Zug stell mir jetzt mal nicht so schwer vor. Okay, Folge dem Zug. Ja, damit geht's weiter. Letzte Folge, ganz ehrlich, nee, das war nicht meine Mission. Könnt ihr gerne mal, wer das gespielt hat, wir hatten noch hier ein paar Nostalgiker, oder? Wenn ihr das gespielt habt, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Okay, es gibt einen Gegenzug, das war, ja, es ist logisch. Oh Gott. Nee, sag nicht, der wirft was. Ja, und ich kann ihn schießen. Hol den Zug, okay. Wow. Okay. Also halt mit bisschen Sicherheitsabstand oder wie? Nicht so drauf rasen. Okay, das ist irgendwie. Vielleicht aber es ist ja wenigstens deutlich. Das kann ich ja wieder auch kontrollieren. So ein bisschen langsamer fahren. Nicht allzu schnell. Soll ich jetzt hier rein? Ich guck mal. Ich mach's mal. Oh, komm, wie der Spieler für. Nein, das war dumm. Okay. Ich dachte, das ist ja voll die geile Idee. Aber das mache ich. Das kann ich ja wenigstens noch ein bisschen steuern und kontrollieren. Als andere eben. Tut mir leid, da kann ich jetzt kontrollieren. Für die Chance, ich hier auch nicht ballern kann. Echt kein Aua. Ah. Jod. Nee, oder? Oh, nee. Ah, nee, ey. Scheiße. Da endete mein Platz. Aber okay, der okay, muss ich also warten, bis er drüben ist. Also muss ich, kann ich immer entspannt hinter ihm herfahren. Okay. Ja, okay, das wusste ich nicht. Aber das ist ja wieder machbar. Das ist ja eine machbare Sache. Es mag jetzt zwar auch ein bisschen gemein sein, wenn er mir gerade einen Reifen zerballert, aber das ist ja wenigstens auch machbar. So halte ich ein bisschen Abstand. So mal ein bisschen aufpassen, jetzt ballert er wieder. Er überholt den Zugaufgabe, komm, sehr schön. Ist ja doch nicht die letzte Mission, war Folge im Zug kürzlich für mich in der letzten Mission gekommen. Wenn der mir jetzt gerade einen Reifen zerballert. Oder auch nicht ballert. Der wird auch nicht so geil. Falls ich dann hier auch rumballern muss, wäre es natürlich schön, wenn ich nicht schwer verletzt da reingehe in die nächste Mission. Weil sonst
Wir beholen den Zug, ja, jetzt mache ich das auch. Jo! Wie soll ich das denn machen? Hä? Ja, aber ich habe nie Platz. Oder muss ich jetzt gleich von Anfang an, oder muss ich gleich von Anfang an Gas geben? Wie ein Wahnsinniger. Probieren wir das mal. Aber, okay, ich habe mich jetzt zurückgehalten, aber irgendwie. Wie soll ich den Zug überholen? Oder habe ich immer nur so und so lange Zeit? Okay, das war ein bisschen. Okay, das funktioniert nicht. Nee. Ja gut, am besten, dass das hier irgendwann am Links, dann wird noch schneller werden. Ich glaube, da ist am besten. Einmal habe ich jetzt einen Reifen zerschossen. Hier war immer gut Platz. Das. Komm. Ja, wir haben ihn. War gut. Und jetzt? Überholt und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Das Spiel. Aber jetzt kommt da auch nichts mehr. Ich kann ja auch nichts mehr machen. Muss ich die Brücke vor dem Zug erreichen. Ja, das ist eine Information, die ich vielleicht vorher gleich brauche. Also ich bin unten. Okay. Also ich habe mal Gas geben sollen. Sehr schön. Okay. Ja, okay, das ging jetzt aber. Das ist ja so eine Sache, das ist jetzt zwar auch ein bisschen fies, aber machbar. Okay. Das sieht ein bisschen affig aus. Ja, okay, das sah immer irgendwie aus wie beim 3DS-Spiel. Na gut. Was? Ich hab mich nicht geschossen. Sorry. Vielleicht habe ich nicht nachgedacht. Ah, das ist doch die Szene, wo er. Der Pilz ist. So, oben. Oh ne, wie backt denn das jetzt? Achso, nur der Sound backt. Okay, das ist zwar ein bisschen scheiße an, aber. Ist ja. Ja, natürlich, von Bond aber eben einer.
wundere mich nicht, ob ich das jetzt so spiele. Es ist nur deutlich. Ja, also. Ich hätte, glaube ich, gar nicht so schnell rennen müssen, kann das sein? Das war ziemlich dumm eben. Hilft das ein bisschen? Ja, okay, wir haben jetzt noch der Sound, aber das ist mir jetzt auch egal. Machen wir es jetzt so zu Ende, ist halt leider so. Ey, ich hab die anders gespielt, Idiot. Weil es eben so, weil es so auf Ständigkeit geht, wenn man jemanden verfolgen muss. Naja. Wo ist der immer? Jonas, wo warum? Was ist denn? Kommt doch einfach, oder was ist los? Warum, komm! Komm mit! Der soll hier mal eingebogen, ne? Da muss er hier mal eingebogen sein. Oh, es läuft. Zurück. Ach so. Dass ich hier gar nicht rennen müssen. Aha. Da gefällt mir. Der kein Medikit. Bleibt er da? Wer da stehen bleibt, ne, wird schon lachen. Ah ja, ungefähr da stehen bleibt, in der Gegend. Moment mal, habe ich jetzt gerade das Spiel ausgetrickst? Egal, also Schaden ist egal, nur erreichbar ist natürlich. Und Schaden. Okay, ja, das mag jetzt irgendwie ein bisschen Schummeln sein, aber ganz ehrlich, wenn das Spiel das so offensichtlich macht, ne? Dann ist es kein Schummeln mehr, tut mir leid. Was ist denn für ein Quark, Alter? Das ist eine Quark-Mission. Kann man ganz ehrlich, hab ich nur das Gefühl oder haben sie ja keine Zeit mehr gehabt, das zu entwickeln? Weil irgendwie, die letzten Missionen, habe ich irgendwie das Gefühl, sind ein bisschen, auch nach dem Motto entstanden, gut gemacht. Gut. Dort. Sequenz beenden. Zu dumm. Was? Kanal bas. Şiddetli abdominal travma. Hemen hortumu takın. Tansiyon 50. Hızla düşüyor. Nabız.
uzatmıyor. Hemen elektroşok cihazını verin. Hadi. Herkes açılsın. Çekilin. Das war's. Ja, das, ja, okay, gleich. Ja Leute, das war's. Das war Driver 3. Also ich muss sagen, das Ende fand ich jetzt nicht so geil. Also vom Prinzip her stört mich das Ende jetzt nicht. Jetzt in dem Sinne, dass man jetzt gesagt hat, okay, der ist halt Rücken geschossen und wohl tot laut der Geschichte oder halt auch nicht. Weil eigentlich lebt er ja, weil San Francisco... Bei San Francisco lebt er ja wie ein Tenner. Aber jetzt hier mit der Geschichte, es ist ein guter Abschluss für die Driver-Reihe, muss ich sagen. Also, ne, wenn man so sagt, okay, das wäre jetzt ein Abschluss, würde ich sagen, okay. Aber irgendwie hat mir da noch was gefehlt, weil die ganze Zeit hatten wir so einen Erzähler und der kommt am Ende jetzt gar nicht mehr zu Wort. Oh, bam, tot weg. Oder halt Koma oder wie auch immer. Das fand ich ein bisschen lame. Also das, und dann hätte ich am Anfang das auch nicht gebracht, weil am Anfang siehst du ja, dass er den Rücken geschossen, oder dass er angeschossen wird. Dann sieht man, dass er den Rücken geschossen wird. Ne, dass er angeschossen wird, ne? Dass er angeschossen wird, das sieht man am Anfang. Man sieht nur nicht, wie das passiert.
Jetzt sieht man, weiß man, wie es passiert. Aber dann hätte ich, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Also der Erzähler sagt, keine Ahnung, das war die Geschichte von John Tanner. So, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Irgendwie jetzt sowas hingeklatscht. Aber das war dann doch ein bisschen wenig fürs Ende. Und er hat zu blöd und ihn abknallt, das, ist ein bisschen wenig. Das war ein bisschen wenig. Allgemein zum Spiel, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Ich mochte Driver 3, vielleicht fand ich das gar nicht. Ja, grafisch. Grafisch. Ja, also manche Szenen, das war schon, als ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe. Ja, da war ich schon so, Autsch. Die war nicht geil. Auch für die Zeit nicht. Nee, nein. Dann kam aber das Spiel. Dann habe ich mit ihnen, haben wir das gespielt. Da war es gut. Da war es okay, hab mich dann gewöhnt. Am Ende fand ich jetzt aber wieder, dass es richtig gekickt hat, die hässliche Grafik. Weil ich habe am Ende irgendwie das Gefühl gehabt, dass die irgendwie ein Zeitproblem hatten. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Game hat viel mehr Potenzial, konnte es aber auch nicht ganz ausschöpfen. Paradise von der Grafik, sei es auch manchmal von der Story her, das war halt sehr knapp gehalten. Allgemein sehr dafür Potenzial drin, aber leider konnte man es nicht ausschöpfen. Deswegen wünsche ich mir ein Driver 3 neu. Ein Remake von dem Computer, von dem wunderschönen Spiel, weil ich muss sagen, die Story ist ja gut, das Spiel ist ja auch gut und ich finde, ist nur schade, dass das so ist, aber gut, würde ich mir echt wünschen. Also Driver 3, ein cooles Game. Ich würde auch da gar nicht so viel umändern beim Remake, ich würde mir da einfach nur zwei Sachen wünschen. Das Gameplay natürlich, die Fahrphysik, okay, natürlich, Grafik natürlich, das erstmal das Gameplay, Grafik. Das schon, aber vom Inhalt nicht mehr. Ich würde einfach nur ein bisschen mehr Cutscenes mir wünschen. Also ein bisschen aufgelockerter, ein bisschen mehr. Ich finde selbst ein Charles Jericho könnte mehr reden. Auch wenn er natürlich ein sehr stummer Charakter ist und das auch sehr gut war. Ich mochte Charles Jericho. Ich mochte auch Tanner, aber Charles Jericho war hier mein Lieblingscharakter, weil er so das pure Böse hatte. Gut, ich fand das Ding jetzt mit den Russen. Ja. Dieses Klischee, Russen sind böse, nur ein bisschen, ne? Ja, also, das hätten sie nicht reinbauen müssen. Also, ja, das hätte gereicht, also. Fahrspiele. Ach ja, jetzt gibt es hier bei uns auch noch Fahrspiele, nennt sich das. Da gibt es so Verfolgungsjagden, genau. Das kann ich ja auch mal zeigen. Das sind so Fahrspiele, kann man nur im Trailer überleben, Checkpoint rennen. Dann machen wir mal ein Checkpoint-Rennen, das zeige ich euch mal, das kann ich euch nochmal ganz kurz ja zeigen. Also da fand ich so ein bisschen, und ich meine hier auch die Grafik, ja so hübsch ist es nicht. Also, Entschuldigung, hübsch ist was anderes, also, von mir lang. Hübsch. Nee. Da tut mir leid. Da ist er ja. Ja, natürlich. Ja. Ach, jetzt bremst er mich aus. Klasse Taxifahrer. Immer bremst er aus. Gut. Ja. Aber. Ja, guck dir den Mann. Ja, als Maul. Gut. Nee, also, das meine ich halt. Das ist, ja auch, Alter. Aber okay, grafisch will ich mal nichts sagen, ne? Ich will ja mal nicht so sein. Man könnte jetzt auch etwas sagen und sagen, ey, okay, da ist ein Korb, da soll ich vielleicht nicht lang fahren. Man könnte auch sagen, okay, grafisch ist halt nicht die Wichtigkeit gewesen, das war es auch nicht. Die Cutscenes haben mir dennoch sehr gut gefallen. Das Gameplay, ja gut, das war jetzt, es ist allgemein leider auch ein sehr mittelmäßiges Game. Und ich habe bei der Wertung mal geguckt, wie es bekommen hat, glaube ich, vielleicht 56 Teils. Und bei aller Liebe, mehr als 60 könnte ich mir auch nicht geben.
Das meine ich nicht mal, weil mir hat das Game da sehr viel Spaß gemacht, aber da sind zu viele Baustellen leider. Doch. Und das ist schade, aber wie gesagt, ist es ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch nicht jetzt ein. Ich finde aber ja nie, dass das Game jetzt eine Katastrophe ist. Aber Punkte will ich da einbauen. Aber ich würde sagen, jeder sowas mag, ja gerne. Dennoch würde ich nicht sagen, dass es ein Third-Person-Shooter ist. Auch wenn man hier relativ viel rumballert. Was? Danke. Okay, das killt mich. Das killt mich. Ja. Wenn ich hier rum bin. Obwohl, ja. Es hat mich, es killt mich, egal. So, ein Versuch noch. Es hat leider zu viele Schwächen. Aber, ne, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, man kann auch was draus. Es ist ja nun auch keine Katastrophe, das Game. Das will ich ja auch mal sagen. Es ist ja noch keine. Also, eine Vollkatastrophe finde ich das Game jetzt nicht. Das habe ich ja gelesen. Gut, ich weiß nicht, wie es zu Release war. Ich habe gelesen, zu Release war das sehr verbuggt, das Ding. Da hatte ich einen. Ja, bis auf solche Bugs, aber keine Gamebreaker-Bugs, ne? Jetzt keine Bugs, wo ich sagen würde, oh. Ja, Polizei gibt's ja auch, wenn du schnell fährt, dann mach ich das wieder da. Speicher. Ja. Manchmal sind so Sachen ein bisschen Panne wie. Dass du nicht auf die Polizei geschossen hast, die eine Mission. Die fand ich ja auch ein bisschen Panne, weil das unter dem Thema Glaubwürdigkeit, ja. Also da muss ich sagen, hier und da fand ich manche Designentscheidungen dann auch ein bisschen weird. Die Bombenmission fand ich sowieso nicht so doll. Die vorletzte. Aber okay, eine Mission kann mal passieren. Aber sonst muss ich sagen, hat mir es doch gefallen. Und ich würde jetzt nicht sagen. Mist. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass das Game so eine Katastrophe ist. Also, nein. Eine Katastrophe ist es nicht. Also bei aller Liebe nicht. Also es ist keine Vollkatastrophe. Es hält sich so ein bisschen. Es ist so ein bisschen wie so eine. Das Spiel. Ich weiß nicht, das Spiel war. Es ist so ein bisschen wie so eine Klausur, ne? Wie so eine Mathearbeit, wo sich jemand zwar Mühe gibt, aber du irgendwie merkst, ne? Wow. Alle Schwächen sind hier zu sehen. Und so ist das Spiel. Wow. Ah, scheiße. Egal. So, schon mal gezeigt. So ist das Spiel. Ja, das Spiel ist halt echt so. Wie jemand, der sich Mühe gibt bei einer Mathearbeit, wurde gemerkt, der hat geübt. Der hat wirklich geübt. Der hat richtig sich Mühe gegeben. Aber naja, die Leistung ist dennoch irgendwie ein bisschen scheiße. Und so ist das Spiel. Das ist Driver 3. So, die Leistung ist noch nicht so geil. Das ist im Endeffekt Driver 3. Weil man sieht hier Mühe, man sieht hier auch Liebe. Also es macht ja Spaß, aber hat dennoch sehr viele Schwierigkeiten. Man muss es leider auch ansprechen. Das ist bei aller Liebe. Und ich kann auch verstehen, Nostalgiebrille habe ich ja auch, ne? Kann ich auch alles verstehen. Verfolgungsdatum machen. Das können wir auch machen. Das kann ich auch nochmal verstehen, Nostalgiebrille. Also ich muss sagen, ich finde das auch großartig, das Game. Und gerade wenn man so keine Fahrspiele hat. Aber wenn man in ihr sieht, ne, und auch wirklich sieht, und auch wirklich so ein, das halt gerne zockt, dann, na, das ist doch mehr mein Geschmack. Wie fährt denn der? Wie der fährt, ne? Okay. So, ja, machen wir mal ohne kaputt. Nee, also, da muss ich halt auch schon sagen. Da muss ich dann, ja, leider auch den Leuten recht geben, die das Spiel so mies bewertet haben. Ohne das jetzt wirklich böse zu meinen. Weil.
Aha. So. Das ging ja nun easy. Okay. Cool. Wo kann ich speichern? Warum nicht? Geht der jetzt irgendwie geschafft oder was? Nö. Das ist Variante 2. Halt mal neue Varianten frei. Mal gucken. Ja, also muss ich sagen, dass man halt doch. Zerstört den Wagen. Und muss sagen, mir macht es halt auch Bock, das Game. Also ich muss sagen, du schätzt das Spiel nicht. Und ich finde auch. Es hat auch schon irgendwie eine Daseinsberechtigung, ne? Also. Es ist ja nicht auch kein. Wo ich sage, naja, das war ja wirklich nichts, ne? Also war ist es ja nicht. Weil ich finde, weil Spiele nix sind, also. Was zum Teufel fährt denn der? Jo, machen wir dann Wagen jetzt kaputt machen, wir natürlich weniger Arbeit. Ja, nice. Ja, okay, das ist schon wieder lustig. Okay, da haben wir jetzt ein neues freigeschalten, ja. Also, ja, okay, aber das sind also Fahrspiele. Freie Fahrt gibt natürlich auch noch. Wohin an? Freie Fahrt? Ja, und ich meine das hier. Ja, warum soll ich freie Fahrt? Oder ganz ehrlich, ja. Cool. Kann ich nicht aber jetzt mal, okay, was soll ich jetzt hier? Was? Was soll ich jetzt machen, ne? Also, da fehlt natürlich auch ein bisschen mir natürlich auch die Fantasie. So, und damit kann man das einfach sagen. Also das Game mittelmäßig, aber dennoch finde ich hat eine Datenberechtigung. Ich finde auch, ja, ich kann es verstehen, warum man das so geil findet, weil es ist ein einmaliges Game und meiner Meinung nach, also auch wenn ich das jetzt erst nachgeholt habe, nach so vielen Jahren, wo es ja auch schon wirklich Besseres gibt als das hier, ne? Vom Farbenphysik her, von Ballern her gibt es was Besseres. Aber ich muss sagen, dieser einmalige Stil, auch wenn ich mich hier mal ein bisschen aufgeregt habe über das Game, gerade über die vorletzte Mission, muss ich sagen, doch, es hat mein Herz doch irgendwie gewonnen. Und das meine ich jetzt, das hört sich immer ein bisschen komisch an, aber es hat es. Doch, ich mag das Game echt gerne. Hätte ich selbst jetzt auch nicht gedacht, dass ich das Game so gerne mag, aber doch, ich mag es. Ich meine, ich habe jetzt auch Driver Paralyzed angefangen und ich war auch hochmotiviert, da weiterzumachen mit Driver. Also ich muss sagen, es hat seine Daseinsberechtigung. Ich kann auch verstehen, dass Leute ein neues Spiel davon wollen. Weil das Game ist halt schon geil. Ah, ich meine auch in Luft gejagt hier, ich weiß es gar nicht. Oh ja, hiermit. Das ist dumm. Oder die hat ja viel aus der Karre. Boah, die hält ja viel aus. Warte. Was?
Ah, die explodieren gar nicht. Okay, gut. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal ein Päuschen, weil ich. Aber ich habe alles gezeigt. Filmregister, was ist das eigentlich? Hä? Ah, dann kann ich bei einem Film mitmachen. Ah, das ist ja cool. Achso, da müsste man. Ah, das war auch nice gemacht. Ja, das meine ich. Also, hier ist ja schon viel drin. Irgendwie. Aber ja, vielleicht wäre ja weniger mehr gewesen. Aber dennoch, ich kann es verstehen. Und auch in meinem Herzen hat dieses Spiel jetzt einen ewigen Platz. Weil das ist ein einmaliges Game. Und ich glaube auch, dass ich es mir bestimmt nochmal einwerfen werde. Ich glaube, ehrlich, das ist wie bei Max Payne 3. Okay, Max Payne 3 ist deutlich besser. Aber ich glaube, das werde ich hier und da immer mal wieder einwerfen. Vielleicht jetzt nicht immer gerade immer wieder durch, oder vielleicht doch, aber weil das echt gut ist. Also das ist wirklich nice. Also vielleicht werden wir das mal wieder durchspielen. Das ist gleich wie The Last of Us, Max Payne 3, diese Spiele, ne? Die immer so einen speziellen Platz im Herzen haben, ist für mich das Game auch. Einfach mal einwerfen und ein bisschen durch die Gegend farmen, die Story ein bisschen zocken. Und ich glaube, das werde ich bestimmt irgendwann auch mal machen. Ja, weil ich, ich habe noch nicht, also, ne, ich habe noch nicht die Chance voll von Driver. Ich glaube, es wird auch ein Game sein, was ich immer mal wieder einwerfen werde. Obwohl ich mich immer wieder freuen werde, wenn ich da, wenn ich Jericho, jagen kann. Ja, aber damit, ich höre jetzt hier mit dem Gesammel mal auf und sage, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder oder beim laufenden Projekt, wenn es wieder heißt, in einem Let's Play. Ich danke für die ganze Unterstützung, vielen Dank für die Kommentare, für die Likes, für die Abos, für alle, für jegliche Art der Unterstützung, auch auf Twitter und so und sonst was. Da wollen wir unterstützen. Vielen Dank. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wir sehen uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao.